So, wir sind jetzt bei Part 4. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf das, was dich selbst betrifft und was andere betrifft. Also, zum Beispiel dieser kleine Kinderspruch: Ja, der Klaus hat aber gesagt, ich soll. Und dann sagt damals dein Lehrer, dein Direktor und heute dein Psychologe: Wenn Klaus sagt, spring aus dem Fenster, dann springst du aus dem Fenster. Das ist natürlich eine schöne Art, sich irgendwo rauszureden. So, wir drehen das Ganze jetzt mal um. Es ist natürlich billig und simpel, einfach zu sagen, ja, die haben alle Alkohol, Drogen, was weiß ich, Arschhaare konsumiert und ich wollte das halt auch unbedingt machen. Und ich wollte nicht nebenan stehen und wie eine Muschi dastehen, deswegen habe ich das gemacht. Sag mal, merkt ihr es noch? Ihr seid erwachsene Leute, ihr habt teilweise Kinder gezeugt, ihr habt Häuser gebaut. Und dann stellt ihr euch hin und sagt, die anderen waren dran schuld, weil die haben gesagt, mein falscher Freundeskreis, ich muss das mitmachen. Ey, sag mal, hört ihr euch noch? Ihr seid doch große, starke Kerle und große, starke Mädels. Also, dann steht doch dazu. Dann sagt ganz einfach so, wie es gewesen ist. Nicht, weil andere gesagt haben, komm, jetzt hab dich mal nicht wie eine Pussy, jetzt trink einfach mal eine Flasche Schnaps aus. Oder hab dich mal nicht wie eine Pussy, rupp halt mal zwei Leinen Kokain. Nee, der springende Punkt ist ein anderer. Du hast doch auch die Eier zu sagen, ja, will ich oder nee, will ich nicht. Und mit so einer Nummer kannst du sowieso nicht reisen, außer im Kindergartenland hier. Nach dem Motto, ja, ich hatte damals den falschen Freundeskreis und die waren alle ganz mick, 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 mick. Das sind doch keine Mafiosi, die eine Knarre im Kopf halten, wenn die Flasche Schnaps nicht austrinkst oder die vier Leinen Kokains nicht rupfst. Das ist doch Unsinn, das wisst ihr doch selber, oder? Mal ganz ehrlich, wir sind erwachsene Leute. Also sagt einfach, wie es ist. Ich hatte zwar vielleicht die falschen Freunde, das mag jetzt mal unbestritten stimmen, aber du selber warst ja auch ein Teil der falschen Freunde und warst auch ein Teil der falschen Freunde für andere, die vielleicht auch Fehler gemacht haben oder die Gesetze missachtet haben. Also es ist ja Quatsch und Unsinn zu sagen, die anderen sind schuld. Also kindischer und dümmlicher geht's doch eigentlich fast gar nicht für einen erwachsenen Menschen. Ich meine, wenn du 15 bist, okay, kannst du mir die Nummer vielleicht reißen, aber als erwachsener Mensch, ey komm, ehrlich, hör dir selber zu und du wirst feststellen, funktioniert so nicht. Also, nächste Taktik. Nicht Sachen auf andere schieben, wie heißt das? Auf Sachen, die deine Umwelt betreffen, also falsche Freunde. Deine Freundin hat mit dem Schluss gemacht, dein Vater ist gestorben. Die hat jemanden den Kopf gewaschen, du hast Stress auf Arbeit, weil immer wieder daran lässt sich ganz einfach knüpfen, als Psychologe, so würde ich das immer sehen, na, ich bin ja dann in der Beziehung auch böse und sitze auf dem anderen Tisch und höre mir das an, wenn demjenigen das also wieder passiert, wenn der wieder Stress mit seinem Chef hat, auch wenn der jetzt bei einer anderen Firma arbeitet, dann trinkt er wieder oder haut sich die Nase voll Drogen. Oder wenn der eine neue Freundin hat, die er damals ja mit ihm damals Schluss gemacht hat und weswegen er sich die Birne weggeraucht hat oder weggesoffen hat, macht er das wieder. Nee, das ist die falsche Taktik. Immer dran denken. Die Quelle von allem seid ihr selbst. Also ihr könnt selber als erwachsene Menschen sagen, mache ich oder mache ich nicht. Also wenn auf dem Tisch 3, 4, 5 Gramm Kokain liegen, dann liegt es ja an euch, ob ihr euren dummen Rüssel da dran haltet. Und es liegt an euch, ob ihr die Flasche Whisky mit leer zieht, damit er nicht aussieht wie eine Muschi, wenn ihr da zu 5, zu 6, zu 12 sitzt. Es liegt an jedem selber und das müsst ihr halt selber wissen. Und das müsst ihr dem Psychologen oder Psychologin eben auch ganz einfach verkaufen. Anders funktioniert es nicht. Ihr könnt da nicht anfangen zu sagen, es sind immer nur andere schuld. Also lächerlich. Und jetzt überlegt mal, wie der Psychologe darüber urteilen muss. Das funktioniert halt einfach nicht. Genauso ein Scheiß wie: Ich brauche meinen Führerschein ganz dringend und der ist voll wichtig für mich. Denn wenn ich den Führerschein nicht habe, dann muss ich sterben und am besten noch Tränen vergießen und keine Ahnung. Jungs, ganz ehrlich, ich als Psychologe würde euch dann wiederum sagen, ja, Sie wussten doch, dass der Führerschein so wichtig für Sie ist. Warum haben Sie ihn denn dann so leichtfertig aufs Spiel gesetzt? Wie willst du das Argument widerlegen? Das ist ein Bombenargument. Also mir fällt dazu kein Gegenargument ein. Deswegen denkt bitte drüber nach. Ihr müsst die Schuld auf euch ziehen, also nicht andere sind schuld, nicht Umgebungsvariablen sind dran schuld, nur ihr. Und nur eure Verhaltensänderung kann dazu führen, dass ihr euren Führerschein wiederbekommt und natürlich auch behaltet, in Zukunft straffrei seid, also nicht mehr körperlich ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs. Ihr trinkt keinen Alkohol, ihr nehmt kein Kokain, weil ihr habt andere Möglichkeiten und Wege gefunden, eure Probleme zu lösen, als Kokain oder Drogen irgendwas zu nehmen oder euch die Birne zuzukippen. Ihr versteht, was ich meine? Und ich hoffe, ich konnte euch damit
ein kleines bisschen Hilfestellung geben. Es geht nicht darum, euch zu ficken oder euch zu sagen, ihr seid blöde Arschlöcher, ich bin selber ein blödes Arschloch. Also Fakt, ne? Um das mal im Verhältnis zu sehen. Es geht einfach nur darum, euch eine Hilfestellung zu geben, wie diese ganzen MPU-Typen da ticken und wie ihr die Sache möglichst ohne Klippen umschifft. Denn Fakt ist eins, da lebt in Deutschland eine ganze Industrie davon. Irgendwelche Vorbereitungskurse, irgendwelche MPU-Typen, Psychologen, sonst irgendwas, die auf ihre Uni nichts geworden sind, die keinen wirklich behandeln können, die niemandem helfen können, was auch immer. Machen wir uns nichts vor. Die Umgebungsvariablen in diesem Land sind nicht wirklich schön, als dass man, sag ich mal, ohne Drogen, Alkohol und Nikotin sind auch bloß Drogen, gut durch die Welt kommt. Und ich selber spreche mich nicht davon frei, gelegentlich, wenn mir alles zu viel wird, einfach mal eine Flasche Whisky zu knacken. Natürlich bin ich nicht mal so blöd wie früher und setze mich dann ans Steuer, sondern eine ganz simple Geschichte. Ich lasse es halt sein. Ich weiß genau, heute Abend ziehe ich mir schön die Birne zu mit Whisky-Cola, dann fahre ich halt kein Auto mehr, ganz einfach. Und da kann kommen, was will, ums Verrecken. Ich werde da kein Auto führen, sondern das mache ich dann morgen oder übermorgen, aber nicht mehr heute. Ganz einfache Geschichte. Das Problem ist nur, dass du so nicht bei einem Psychologen argumentieren kannst. Genau, das ist falsch. Also nach dem Motto, ich habe meine Lektion jetzt gelernt, ich trinke keinen Alkohol mehr, gar keinen Alkohol mehr. Natürlich trinke ich überhaupt keinen Alkohol mehr. Wie komme ich denn dazu, Alkohol zu trinken? Alkohol ist böse. Und ich würde mich natürlich auch nie an Steuer setzen. Jungs, Mädels, ganz ehrlich. Das ist so ein dummes, fadenscheiniges Argument. Ich würde euch als Psychologe einfach nur auslachen. Es sei denn, ich kann euch gut leiden oder ihr habt mir 1.000 extra gegeben. Ansonsten nicht. Denkt drüber nach. Macht einfach das Beste draus. Wenn die euch ficken wollen, dann ficken die euch. Macht einfach das Beste draus. Ich drücke euch ganz dicht die Daumen und ich hoffe, ich kriege ein paar Daumen nach oben. Thumbs up. Schönen Abend. See you.